Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Im letzten Video haben wir ja die Kassette getauscht, die alte SX, die wo verschlissen war, auf die neue NX. In dem Video werden wir jetzt mal die Schaltung neu einstellen. Also, let's go! So, um die Schaltung einstellen zu können, brauchen wir eigentlich nur ein Tool, und zwar ist es ein 3er Imbus. Am Schalter gibt es drei Schrauben. Einmal diese hier, um den Umschlingungswinkel einzustellen. Und einmal die beiden da unten, das sind dann die Endanschläge für oben und unten. Die äußere ist fürs obere Ritzel und die innere ist fürs äußere Ritzel. Also dann legen wir mal los. Und zwar mache ich das so. Wir treten und schalten erstmal aufs kleinste Ritzel. Bringt hier die Kette runter. Sollte sie nicht runterspringen, dann müsst ihr an der Schraube drehen, dass sie runterspringt. So lange, bis sie vom vorletzten Ritzel aufs kleinste Ritzel springt. Und dann, wenn sie runtergesprungen ist, dann gebt ihr vielleicht nochmal eine Viertelumdrehung zu, dass ihr auch sicher gehen könnt, dass sie wirklich auch auf dem kleinsten Ritzel bleibt. So. Das Ganze machen wir jetzt auch fürs große Ritzel. Das schalten wir jetzt mal komplett hoch und stellen dann den anderen Endanschlag ein. So, jetzt habe ich aufs größte Ritzel geschalten. Läuft eigentlich schon ganz gut. Die Schaltung war ja vorher eigentlich eingestellt. Nur sie hat eben recht schlecht geschalten, da eben die Kette und das Schaltwerk verschlissen war. Okay, jetzt prüfen wir noch den Umschlingungswinkel. Dafür gibt es ein Tool. Zwar handelt sich es um dieses Tool. Ihr müsst dazu auf den zweiten Gang schalten. Dann wird das Tool hier aufs große Ritzel aufgesteckt. Dann muss der Pfeil hier an der ersten Umlenkrolle auf der Schraube mittig stehen. Wie ihr seht, das passt nicht ganz. Also müssen wir da ein bisschen nachstellen. Wenn ihr es wie ich beim Fully konkret oder richtig machen wollt, da müsstet ihr eigentlich noch eine zweite Person nehmen. Also der Fahrer sollte sich auf sein Bike setzen und die zweite Person sollte es dann einstellen. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man es am Montageständer dann einstellt, es passt auch, funktioniert auch ganz gut. Das Ganze einzustellen, müssen wir hier auf die Umschlingungswinkel-Einstellungsschraube. Und da können wir dann drehen. Und dann sieht man, es verändert sich. Natürlich muss man da auch immer wieder das Tool ein bisschen ranhalten. Aber wie ihr seht, passt eigentlich perfekt. Also sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Wir schalten jetzt nochmal durch. Prüfen, ob alles funktioniert. Ansonsten gibt es ja vorne am Trigger nochmal die Stellschraube, wo man dann nochmal fein nachjustieren kann. Sollte es nicht ganz passen. Ansonsten war es das auch schon wieder mit den Schaltungen einstellen. Sollte ein kleines Video sein, wie man mal kurz und knapp eine Schaltung einstellen kann. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao!